Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kreativbauen-Projekt. Wir haben im ersten Part da oben ein Portal gemacht, ganz schlicht, Weg runter ganz schlicht und ein Haus angefangen. Und heute werden wir vor allem am Haus bauen und die Brücke anfangen, vielleicht auch zu Ende machen. Der Baum sieht sehr schön aus, den wollte ich jetzt gerade abreißen, aber ich denke, es ist besser, wenn wir das nicht machen. Und ich dachte mir ein bisschen aus, das Haus könnte ja eine kleine Zucht sein, zum Beispiel von Hühnern. Und deshalb brauchen wir mal einen Zaun. Ich tue jetzt einmal suchen. So, machen wir auch wieder Eichen, weil es einfach Eichen hier hat. Vielleicht ein bisschen gemischt mit Birkenspät. Ich nehme den mal raus am besten. Und dann machen wir einfach hier einen ganz gemütlichen Zaun, der zum Beispiel hier entlang geht, so. Und auch hier auch noch mal ein bisschen nach oben geht, damit wir noch ein bisschen mehr Platz haben für die Hühner. Soll alles so ein bisschen ja, Zelda-ähnlich sein, beziehungsweise Gothic-ähnlich. Und ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, wie sahen dann die Häuser aus in Gothic 2. Und es ist wirklich ja, ziemlich ähnlich, wie man so baut in Minecraft. Also, wir müssen ein bisschen schon umdenken, also nicht so viel also Stämme verwenden, eher ein bisschen schlichter gehalten, aber so in diesen kleinen Hütten und so können wir schon ein bisschen mehr Holzstämme verwenden. So, jetzt müssen wir leider den Baum auch wegmachen, aber wir können ja alles wieder pflanzen. Da ist irgendwo ein Zombie unter der Erde. Okay, ja, ich erzähle euch kurz wegen dem, ja, wie es angekommen ist. Es ist natürlich gut angekommen. Es gab bei beiden Videos, ich habe ja noch das Sacred 2 Let's Play angefangen, also einfach ein kleines Nebenprojekt. Ja, es ist schon ein gutes Projekt, also nicht so Nebenprojekt, sondern einfach auch ein Hauptprojekt. Aber ja, es waren wieder Werbung und die Werbemacher, die disliken halt immer. Das ist bei YouTube so eine extreme, ja, Sucht schon fast von vielen, einfach zu grinden, zu, ja, Geld irgendwie auch herzukriegen durch Werbung. Und da kann man leider nichts dafür machen. Ist nun mal so, die Neulinge bzw. einfach wieder Einsteiger, die leiden halt am meisten. Die hören aber auf. Also das war im Januar, wo ich das letzte Mal aufnehmen konnte wegen Krankheiten. Ja, Atemprobleme und ja, Zucker, Blut zu viel, wegen Diabetes, das Ding, ja. Das Blut geht nicht weg, trotz Insulin und so Sachen. Ist extrem hart gewesen, also es, ja, war immer wieder ein bisschen zu schwach und gestört einfach. So, hier müssen wir auch noch mal ein bisschen höher machen. Sieht halt nicht so schön aus. Aber die Hühner gehen sonst raus. Ja, auch. Müssen wir dann noch schöner hinkriegen. So. Also, jetzt bei mir startet es eben wieder. Ich werde wahrscheinlich sehr langsam besser. Also von den Zuschauerzahlen besser. Aber das ist jetzt nicht so wild. Eben, ich bin nicht auf Zuschauerzahlen aus. Ich mache es, weil es mir Spaß macht, weil ich auch Freunde haben möchte, die einfach ein bisschen, ja, etwas online ist und so weiter. Und einfach, ja, damit es auch Projekte gibt, die nicht so unbedingt jedem gefallen muss. Ja. Eben, wenn es euch nicht gefällt, dann ist es mir jetzt nicht unbedingt so, dass ich es sofort verändere oder so. Ihr könnt mir Feedback geben und ich werde es verändern, aber ja, es ist natürlich so, dass es schwer ist, wenn man ja nicht gerade so extrem viel Zeit investieren kann. Man kann leider sehr wenig Zeit investieren. Also mit Aufnahmeprogramm ändern, hochladen, richtig schneiden, richtig und alles. Fehlt mir einfach viel zu viel die Zeit, weil ich sehr viel Sport machen muss und sehr viel im Haushalt und alles Mögliche machen muss, viel draußen sein muss und alles Mögliche. Geht es leider nicht. Und dann habe ich auch selber noch die Unterstützung für andere.
die ich machen möchte. Also ich möchte andere unterstützen. Gut, und da ist es halt so, dass wir einfach jetzt nicht gerade so wirklich die wunderbare Entwicklung vielleicht haben. Eben, wenn ihr irgendwie etwas, ja, gelangweilt seid, beziehungsweise es euch einfach nicht gefällt, dann gebt Feedback. Ihr müsst es halt machen, damit es wirklich etwas geändert wird. Ich weiß ja nicht, wie viel andere Leute jetzt auch so ein Kreativprojekt machen mit Bauen und so weiter. Aber das ist natürlich einfach klar, das kommt halt nicht so gut an. Es ist nicht unbedingt das Gameplay. Ich mache jetzt mal das Dach in dieser Seite, weil das einfach ein bisschen besser von oben aussieht. Nein, so. Und währenddessen rede ich nochmals ein bisschen weiter von diesem Ding. Ja, und deshalb, ja, ich verstehe es ja. Ich mache kein Clickbait, ich mache kein wunderbares Projekt, das jeden anspricht. Ich mache ein Projekt, das einfach kreativ ist. Und wir müssen mal bedenken, es gibt nicht viele kreative Menschen. Also, ja, zum Beispiel Kinder mit Lego oder so, oder Erwachsene mit Lego ist da schon viel kreativer als jetzt zum Beispiel so ein Projekt. Es gibt immer wieder große YouTuber, die ein kleines Projekt machen, wie einen Server aufbauen. Ja, mit extremer Motivation, das kann ich halt noch nicht. Aber je mehr Leute hier zuschauen und kommentieren und mich auch ein bisschen pushen und so, desto besser ist es auch, ohne dass ich genau so viel machen muss bzw. kann. Ist natürlich, ja, eben für mich halt extrem schwierig, da ich einfach noch nicht drin bin wieder. Bis ich wieder drin bin, bis ich wieder etwas verändern kann. Ja, ich brauche einfach Wissen, also jemand muss mir halt vielleicht ein bisschen helfen. Es gibt nicht gute Tutorials über Schneideprogramme, über was soll ich reden, erzählen und so weiter. Es ist halt immer sehr schwierig, wie man jetzt einfach den Content füllt, den ich euch biete. Wie wird sicher dann viel besser? Sieht halt jetzt echt noch nicht so gut aus, das Haus. Ich möchte einfach euch erzählen, ich werde wahrscheinlich immer in mehreren Phasen arbeiten. Ich werde ausdecken mit Wolle einer bestimmten Farbe, zum Beispiel Rot. Also ich denke, Rot ist jetzt nicht unbedingt überall so gut. Wo Häuser hinkommen. Danach werde ich so ein bisschen ein Grundschema machen in ganz schlicht. Und dann werden wir einfach alles ausbauen, bis es wirklich cool aussieht. Also bis es richtig geil aussieht. Und das gibt es in mehreren Phasen. Also dieses Überarbeiten, bis es cool aussieht, wird in mehreren Phasen passieren, weil man nicht immer es genau sehen kann. Ah, okay, das ist so, ja. Das, ja, ist wirklich so schön und so ist es nicht schön. Da brauche ich auch Feedback und so weiter. Also es ist. Wir schauen jetzt gerade mal kurz. Ja, sieht nicht so schön aus. Also da muss man immer ein bisschen experimentieren, bis man wirklich gelernt ist. Ich bin jetzt wirklich kaum gelernt. Also ich habe immer wieder Phasen, wo ich wirklich sehr schöne Häuser baue. Und dann mache ich halt wieder zu lange Pause, dann habe ich es wieder nicht mehr so drin. Muss da ein bisschen einfach schauen. Wie sieht's aus? Wie sieht's nicht so gut aus? Das Problem ist einfach, das Dach ist wahrscheinlich eins zu tief. Jedes Mal. Aber ich wollte es eigentlich so machen, weil es recht komprimiert aussieht dann. Also es sieht jetzt alles ein bisschen nubisch noch aus. Ich lasse jetzt das mal so. Es gefällt mir schon recht gut so. Aber man muss natürlich immer wieder ein bisschen eins verbessern. Also was ich machen könnte ist,
Hier wirklich was eins breiter machen. So, aber bitte richtig platzieren. Jetzt haben wir einfach den Baum hier ein bisschen im Weg, aber das scheint ja nicht unbedingt so problematisch zu sein. Ja, es sieht schon viel besser aus. Vielleicht könnte ich es hier sogar. Es sieht halt einfach ein bisschen ja, realistischer aus, wenn nur auf einer Seite das Dach überhängt. Das ist schon fast das falsche Dach, oder? Ich habe einfach das Gefühl. Also so sieht es zumindest mal richtig aus. Also ohne Moderne. Ja, das Problem ist wahrscheinlich doch, dass wir hier einfach noch Stämme brauchen. So. Sieht, also ich brauche unbedingt Feedback. Also wenn ihr Feedback geben könnt, egal wie, ihr müsst nicht unbedingt richtiges Feedback geben. Ihr könnt auch, ja, wie ihr es halt denkt, also jetzt wirklich. Jeder hat eine andere Meinung meistens, wie was aussieht und so. Also ich habe zum Beispiel bei modernen Spielen auch ein bisschen das Problem, dass es mir gar nicht mehr so gefällt, jetzt überall so mega Effekte zu haben in Ultraweit. Zum Beispiel Ultraweit-Monitore, die mag ich überhaupt nicht. Ich würde niemals Ultraweit wahrscheinlich benutzen wollen, außer eben mit für Videos oder so. Und ja, man hat ja keinen Platz mehr dann. Wo könnte ich meinen Bildschirm hin tun? Ich habe ja nicht mal Platz für zwei Bildschirme und einer funktioniert nicht mal, weil meine Grafikkarte und ja, Mainboard und so keinen Anschluss hat, der funktioniert. Einen zweiten. HDMI ist irgendwie kaputt bei meinem PC. Das ist natürlich echt problematisch. Hey, Hühner, wir machen jetzt mal hier zu. Hühner, das geht nicht. Ich möchte einfach ein bisschen die Farbe reinbringen, indem ich andere Türen verwende. Nämlich sehr schön aus. So, ein Huhn ist abgehauen. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Hallo? Na, wie geht's? Wo bist du denn? Da oben. Bleibst du ein bisschen? Ich will das jetzt nicht töten. Ich bin ein Tierfreund. Aber haben wir noch genügend Tiere? Wir haben zwei Hühner. Dann machen wir doch mal wieder auf vier. Mehr sollte man nicht machen. Das ist dann ein bisschen zu übertrieben. Ich will die Spieler dann auch ein bisschen eine Herausforderung geben, dass sie jetzt nicht immer die ganze Zeit Ding haben. So, ich würde ja gerne hier noch ein paar Weizen hinpflanzen oder so. Hier oben, genau. Wäre ziemlich genial. Der Weg geht natürlich hier oben weiter. Möchte ich aber noch ja, die Brücke machen und eben das Haus wird überarbeitet. Ja, ich möchte eben aber zuerst auch mal etwas noch bauen. So, wir müssen einfach eine Fichtenholzbrücke machen. Es ist ja ein Fichtenwald dort drüben. Also die Holzfäller, die können dann dort die Fichten gut holen für hier. Aber ich muss jetzt auch so bauen, dass alles in Vorbereitung ist. Ich habe jetzt gar noch nicht die Story so richtig gespoilert, beziehungsweise ja. Also ich möchte sie nicht so im Voraus zeigen, da ich euch auch ein bisschen denken lassen möchte. Tut mir leid, wenn es ein bisschen böse klingt oder so, aber ich möchte jetzt nicht alles jetzt schon extrem rausziehen. Also ich hoffe, ihr versteht das irgendwie. Das ist natürlich. Jetzt machen wir das mal kurz schlicht und schauen, wie es aussieht. Und danach müssen wir, brauchen wir es ja nicht so schlicht zu machen. Ja, das geht jetzt nicht so gut. Ja, wie geht das jetzt? Ja, von hier. So. Okay, das geht. Ja, sieht ein bisschen krumm aus.
Machen wir das lieber so. Ja, der Fluss ist halt ein bisschen doof hier. Dann machen wir doch das so. Ja, wenn ihr das nicht macht, dann verbaut ihr euch so dermaßen. Müsst ihr immer dann wieder eins verschieben und so. Das müsst ihr am Anfang schon machen. Und dann erst so richtig die. Spaziert, sorry. So. Das sieht richtig geil aus. Haben wir das beim ersten, beim zweiten? Sieht eigentlich sicher sehr schön aus, wenn wir es hier machen. So, dann gibt es ja immer diese Tricks mit den Treppen. Eigentlich wäre es so nicht schlecht. Das sieht irgendwie so panzerartig aus. Ja, sieht nicht schlecht aus, aber etwas fehlt. Also ja, ich muss das eins tiefer machen. Mach ich das mal so. Ja, genau. Das ist mal nicht schlecht für den Anfang. Schauen wir mal, wie es aussieht. Falsch herum. So. Und hier möchte ich gerne noch ein bisschen weiterkommen. Das ist jetzt das Problem, dass wir hier. Ja, ich muss es anders machen. So. So. Und so. Wow, das sieht geil aus. Können wir hier irgendwie eine Half-Step machen? Und dann hier auch nochmals ein Half-Step. Sehr schön, also es läuft sozusagen. Die Brücke läuft. Das sieht genial aus. Also so hätte ich jetzt niemals gedacht, so schnell eine Brücke machen kann, die mir gefällt. Ist richtig genial. Ich hoffe für euch natürlich auch. Also ich sehe das einfach immer wieder ein bisschen. Anders vielleicht. Hier gefällt es mir noch nicht so. Also hier machen wir mal Treppen. Probieren wir wenigstens mal Treppen hinzubauen. Das ist echt schwer. So. Das Bett ist irgendwo noch. Muss überall irgendwie gut sichtbar ein Bett hin platzieren, wenn wir bauen. Das ist immer das Doofe. Das wird euch vielleicht dann wundern, wenn ihr die Map spielt, wie viel ich schlafen haben, Zeit gebraucht habe oder so. Aber ich tue manchmal auch echt viel denken zwischen den Parts. Also im ersten Part, zum zweiten Part habe ich echt viel gedacht. Und deshalb ist die Zeit schon recht verstrichen. Ja, das ist das Problem, dass halt immer die ganzen Blöcke kaputt gehen. Ich kann es jetzt gar nicht so richtig sagen, aber einfach unterhalb sind, oder oberhalb sind, muss ich gerade mal schauen. Also wenn die Blöcke zusammen sind, also, ja, wenn man sie oberhalb platziert, geht der ganze Block kaputt. Das meine ich. Ist jetzt nicht so gut gemacht, aber es ist natürlich schon ein bisschen logisch. Glaube, es ist so. Nein, das ist eine Treppe. Ja. Okay, wunderbar. Okay, die Zeit geht aber auch schon wieder ein bisschen schneller durch. Ist das richtig so? Von dieser Seite sieht es richtig aus, aber was ist denn das für ein Block? Ein Half-Step? Und hier nicht? Muss ich da gerade schauen. Also zuerst ein Half-Step oben und dann Treppe. Ich habe einfach die Half-Steps falsch platziert. Geht das? Nein, das geht nicht. So, so.
Und dann geht das auch wieder besser. So ist richtig. Wunderbar. Sieht jedenfalls so aus. Also eine schöne Treppe, aber jetzt müssen wir auch noch ein bisschen hell umfärben. Also ich möchte gerne noch, wenn man nur die besser finden könnte, Birken nehmen. Und ich möchte gerne noch, ja, die anderen, die Eichen nehmen. So. Möchte gerne mal schauen, wie das so aussieht. Ist ein bisschen zu hell, habe ich so das Gefühl. Könnten wir aber nutzen. Ist echt schwer, also. Das ist gar nicht so leicht, wie ich das so ein bisschen im Kopf hatte zu bauen. Also es ist. Ist wahrscheinlich jetzt gerade der falsche Block. Es ist mir zu hell. Also müssen wir einfach den Eichenblock nehmen. Eichentreppen. Ja, halben Block. Ja, Dreiviertelblock. Oh Gott. Wenn man sich so Ding biegen muss. Das ist sehr schön. Dann können wir gleich hier nochmals. Das ist jetzt sehr schwierig da zu platzieren. So, Wunderbärchen. Da auch. So, da auch. Wunderbärchen. Gemütlich. Es ist echt gemütlich. Es ist gar nicht schwer. Mein Hirn raucht nicht. Es ist einfach sehr entspannt. Es ist einfach cool. Einfach die Grenzen auszuweiten, Baukünstler zu werden. Und schön es zu genießen. Eben, man muss sich überhaupt keinen Stress entwickeln lassen. Es geht so, wie es geht. Es gibt ja noch die, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich könnte mir auch so Fässer platzieren. Ich bin einfach noch nicht so drin in diesen verschiedenen. Ich bin halt einfach bei 1.12 wegen Modding, also wegen Custom Embassy vor allem und so, also die richtig guten Mods auf 1.12 mehrheitlich gewesen. Habe ja viele Projekte gemacht. Sind halt immer so ein bisschen, ja, hängen geblieben. Musste viele einfach unterbrechen, weil es nicht richtig ging. Wie sieht denn das aus, wenn wir hier irgendwie so ein was machen. Also, wenn wir das jetzt mal da hier dazwischen machen, wie sieht das aus? Es sieht so aus, als würde hier irgendwie was zusammengebunden sein. Ich tue das jetzt mal hier platzieren und wir können dann immer noch entscheiden, ob wir es machen oder nicht. Also, da brauche ich einfach euch. So, ja. Okay, dann beende ich den Part. Telefon ist dann. Tschüss.